geht's mit unserem WWE 2K24 Universe Modus. Heute in diesem Part die ersten beiden Wochen im März dabei. Und deswegen gehen wir gleich dann rein in die erste Woche. Schauen auf die Card. Und wir haben ein Einzelmatch gleich zum Opener gegen Isla Dawn. Dann haben wir den OC gegen Pretty Deadly. Meeting gegen Tamina, Big E gegen Santos Escobar, die Creed Brothers gegen die Brawling Brutes, Selena Vega gegen Bayley, AJ Styles gegen Bray Wyatt gegen Bobby Lashley im Triple Threat, Roman Reigns gegen Onkel Howdy und LA Knight gegen R-Truth. Und damit gehen wir mal rein in unseren Opener, in dieses Single Match. Bei Isla Dawn ist Elba Fire als Managerin mit dabei. Bei uns fehlt Liv Morgan als Manager, ist nicht da. Und damit gehen wir dann rein in dieses Singles Match. Jetzt, genau. Und schauen, was uns hier jetzt erwartet. So. Mit dem Bastard gleich mal angeflogen. Es gibt hier die Schläge, die Kicks, die jetzt gibt es dann hier gleich den Versel, den Breaker, den Elbow Drop. Jetzt gleich hinterher hier an dieser Stelle den Kick, die Kicks, die hier die wir nie angeflogen, was dann die Weise tun. Jetzt gibt's hier die Clothesline, den Bicycle Kick und den gleich nochmal den Bicycle Kick und die Kicks jetzt hier und den Kopf gibt es auch gleich noch. Elba Fire geht da auf den Apron. Ja, wir sind mal mit dem Publikum. Er wird sich jetzt auf konzentriert. Da wird sich ein bisschen provoziert. Ich danke. Wir sind bei Fink, der Clothesline gleich gegen Isla Dawn hinterher. Der ist der Side Kick. Und die dritte erneut hier gegen Isla Dawn. Ist der nächsten Kick. Der Side Kick. Und jetzt sind die Kicks hier. Und jetzt gibt es den Irish Whip. Gegen Isla Dawn. Den Running Hansel Kiri gibt es auch gleich hinterher. Den Irish Whip. Und den Pop-Up. Nee, keine Aktion, den Konter. Der Irish Whip in die Ringecke. Den Isla Dawn. Und wir da mit dem Fireman Suplex gegen Pardon, den Double Footstone. Gibt's von Isla Dawn, die jetzt hier gerade die versucht doch hier blocken zu blitzen. Konter into Suplex hier. Und da kommt der Lecture von ganz oben noch dazu. Und da gibt's den Konter von Isla Dawn. Mister Tritt jetzt hinterher. Und wir können da den Konter nicht kreieren, aber dieser
Liste Mission Hall gereicht. Natürlich hier noch nicht. Wir kommen mit dem Knie angeflogen. Alle down mit dem nächsten Kip ab. Dann gibt es den Irish mit dem Pasta. Und jetzt, ach Mann, warum? Da ist doch. Elba macht doch gar nichts und wir lassen uns da mal wieder ablenken. Als Iron nach oben kommt, gibt es die Schläge. Dann den Knee Strike, den Beiside Kick von Eiladon hinterher. Da gibt es den Konter, aber jetzt von unserer Seite den Irish Whip mit dem Underhook. Suplex und die Kicks hinterher. Den Opfer wieder daneben geht. Einer lässt sich da aus dem Ring rollen. Wir kommen hinterher geflogen mit dem Shooting Star Press hinterher. Die Aktion jetzt gegen das Bein hier hinterher. Da gibt es im Lip-Up den Kick gegen einer Dawn. Wir sind bei 3. Kommen aber auch dann zügig zurück in den Ring. Den Irish Whip. In die Ring-Ecke. Dann gibt es den Kick noch hinterher. Und das Knie kommt auch gleich hinterher. Und der wird bei das wird ich weiß. Der Kick into Package. Pile Driver hinterher. Cover hinten drauf. Reicht das für den Sieg? 1, 2, nein. Er reicht noch nicht zum Sieg. Der Running sind denn auch die Knie von Eiladon, die jetzt wieder den raushaut. Aber auch dann kommen wir bei 1 hier wieder raus. Jetzt gibt's die Irish Whip von Eiladon, die hier mit dem Universal gibt den Kick. Die Kicks hinterher und den Irish Whip gegen einer Dawn, die jetzt hier nach oben abgesetzt wird, den Schlag abbekommt. Dann gibt es jetzt hier den Phantom Driver, der durchgeht, der folgt von der Swanton Bomb. Mit dem Cover hinten dran. 1, 2, nicht bis 3. Anlauf Running Senten. Die durchgeht. Der Kick abgefangen. Dragon Screw jetzt von Eiladon. Die Reversal und den Kick. Der Moonstrike. Den Running Moonstrike hinterher. Und das Ganze nochmal, der Kick geht ins Leere, der Kick geht nochmal ins Leere mit dem Schlag. Und jetzt gibt es ihn in den Slam. Wir kommen den Körper heraus. Wir kommen da wieder. Ja, warum denn da der nächste Finisher? Und der Ref. Eins, zwei, drei, das ist der Sieg gegen, die Niederlage, pardon, gegen Eiladon. Und da bringt Elba Fire einen Stuhl in den Ring. Und da will sie, und da ist Liv Morgan und rettet uns in dieser Situation. Zum Glück in höchster Not gegen Eiladon. Was für eine gute
Aktion in dieser Woche. Da haben wir dann die Show. Der Uzi gewinnt gegen Pretty Deadly. Tamina schlägt Mijin. Big Escobar findet gar nicht statt. Die Brawling Brutes gewinnen gegen die Creed Brothers. Selena Vega schlägt Bayley. AJ Styles gewinnt das Super Threat Match gegen Bray Wyatt und Bobby Lashley. Roman Reigns schlägt Onkel Hody. Und LA Knight schlägt R-Truth. Und dann kommen wir jetzt noch in die zweite Märzwoche hinein. Wir sind beim Tag Team Match erneut. Und damit gehen wir auch gleich dann rein ins Tag Team Match. Was wahrscheinlich dann auch gegebenenfalls in der nächsten Woche oder vielleicht sogar Richtung WrestleMania werden wir dann erstmal abwarten. Und dann gibt es jetzt da das Tag Team Match. Wo ist es? Es geht los. Da kommen wir in den Ring gestürmt und gibt es gleich den Brawl zwischen den beiden Teams. Also hier ist richtig Ab-Eskalation angesagt. Und dann schauen wir rein, wie sich dieses Match hier jetzt eröffnet. Wir kommen gleich mit dem Knie angeflogen. Jetzt zeigt es sich auf das Bein. Ein Kick. Und die nächste Aktion ist der Kick hier auf den Rücken von Isla Dawn, die den Kick abhält und den Kick ins Leere geht. Da gibt es jetzt der Suplex von Isla Dawn, der mit dem Irish Whip den Underhook Suplex. Jetzt gibt es wieder den Kick. Gefolgt vom Corner Dropkick. Und die Elbows gegen das Bein ein weiteres Mal. Und ich will hier mal ganz gerne jetzt da einfach nach oben. Uppercut hinterher. Der Bicycle Kick, der ebenfalls durchgeht. Und die Kicks hier gegen den Aladdin, den Kick und der Running zu Igiri hier. Und da kommt das Knie von Isla Dawn. Und wir können die Aktion erstmal nicht reverseln. Das Cover, aber jetzt gibt es hier den Irish Whip. In die Ecke, der hier wollte gerade. Da gibt es bei uns den Kick. Mal der Beißer, ich gehe gleich hinterher. Und dann wieder der Reversal. Und was fällt dir ein hier gegen unsere Tag Team Partnerin zu gehen? Sie weicht auch aus. Und dann irgendwas mit dem Kick verhindern wir hier. Also jetzt leider nicht zum nächsten Reversal, den nächsten High Kick von Isaac Dawn, der nie da auf die Matte, da gibt es jetzt den Wechsel zu Elba.
Fire. Jetzt gibt es hier dann die Aktion da über die Nase. Und wir können hier im Slingshot nach draußen. Und Aladon wartet da außerhalb des Rings schon. Doch hier mit dem Eigenflug zurück in den Ring. Und wir sind auch wieder da. Jetzt mit beiden aufnehmen. Da kommt das Knie. Die Senten. Und wir können nicht reversen. Elberfire geht nach oben. Und warum kann ich diesen Blitzblast nicht reversen? Ich verstehe das nicht. Jetzt gibt es hier den Reversal. Und jetzt gibt es den Knie-Strike hier mal. Und jetzt gibt es den Irish Whip. Gibt es den Tag Damage. Powerbomb. Und oh, was für eine Aktion. Richtig stark gemacht. Ich will doch nach draußen. Hallo. Oh, danke schön. Jetzt gibt es hier dann die nächste Luft, die sich hier erstmal jetzt feiern lässt. Jetzt den Wechsel mit Isla Dawn, die auch jetzt da in die Ringe für der Kopf geht gegen Sturt Buckle. Gibt es die Kicks von Liv und Wrestle von Isla Dawn. Jetzt gibt es hier den Takedown gegen Isla Dawn mit dem Snap Nordic und dem Dropkick. Im Easter Kick hier von Lüfter im Ring gegen Isla Dawn. Jetzt der Irish Whip. Er setzt sie alle dann auf die Ringecke. Ab, da gibt es den Konter, den Kick und den Boston Kick oder da im Ring. Und wir gehen der Konter in den Ring 1, 2. 3, der Sieg und Liv gewinnt das Tag Team Match für uns richtig gut und damit zeigen wir das deutlich, dass wir dieses Match hier weiterhin gewinnen. Und wir gewinnen die Party. Da gibt es dann den Jubel und damit ist das richtig stark. Wir gewinnen das Match. Schauen noch auf die Card. Was wir noch hatten. Wir haben noch Big E gegen Escobar, was nicht stattfand. Brawl. Tamina schlägt Scarlett. Julius Creed. Also die Creed Brothers gewinnen gegen die Deadly. Sheamus schlägt Karrion Kross und R-Truth im Triple Threat Match. Uncle Howdy gewinnt gegen Cameron Grimes. AJ Styles schlägt Bobby Lashley. Roman Reigns gewinnt gegen Bray Wyatt und Randy Orton im Main Event gegen LA Knight siegreich. Und damit geht es für uns im nächsten Part weiter mit Woche 3 und 4 im März. Ich bedanke mich in diesem Moment fürs Zuschauen, aber es hat euch gefallen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bleibt gesund, haut rein und ciao.